Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch in, ja, wir sind in der Psyche von Merion, wenn ich das richtig sehe. Das ist Merions Leidenschaften kontrollieren ihn. Ja, scheinbar der Armee, der Alchemist oder so, der König, wurde auf jeden Fall entführt von einem Magier, der gerne mit Emotionen rumfuchtelt. Also eigentlich mehr oder weniger die Leute ich in ihre eigenen. Ich weiß, woran er denken kann. Aha. Kann ich mit dem Geist sprechen? Oh, guck mal, ein nettes Skelett. Ich habe auf jeden Fall schon mal Schmierkapsel-Dingsbums. Aber anscheinend musste man nur in der Welt der Generäle? Ja, auf jeden Fall der ehemaligen Dingsbums da kämpfen. Na ja, gut, das läuft hier ganz gut, vor allen Dingen, weil hier der Level 40. Er liebt die Alchemie. Jeder versteht sich gut mit ihm. Ja, aber er kann nicht. Seele gehört nie. Was spricht denn eigentlich jetzt? Hat die Stimme auch einen Körper oder steht die nur doof rum? Seine Seele, das klingt auf jeden Fall. Klingt auf jeden Fall ein bisschen unfreundlich. Also der Magier ist, der wurde ja von der Königin vor vielen Jahren verbannt, so wie ich das Wenn Merion hier stirbt, dann stirbt er glücklich. Jo, das hatten wir schon. Oh, guck mal, das eine Fledermaus. Würdet ihr ihn verwehren? Ja, würde ich zumindest versuchen. Ich muss diesen Zaubersprung, den ich auf der 4 liegen, muss ich auf jeden Fall nochmal. Den muss ich auf jeden Fall nochmal. Ja, gut, ja, den näheren Sehensterne. Wo soll ich denn hier die Sehensterne herkriegen? Die wachsen ja nicht auf Bäumen, die Dinger. Merions Leidenschaften kontrollieren. Alter, was gut. Oh, die Kobolde, die können ja viele Sachen. Also gut, dass ich hier gerade absolut überlevelig bin, deswegen können die mir nicht so viele Sachen, aber die könnten mir böse Sachen antun, wenn sie wollten. Also wenn sie zum Beispiel mein Level hätten. Ja, oh, warum brennt denn hier auf einmal mein Stank? Ihr könnt mich nicht aus seinem Kopf vertreiben, Dummkopf. Ach, da steht der komische Geist. So, dann könnte ich jetzt ja. Oh Gott, hier noch mehr Viecher. Könnte ich jetzt ja quasi einen Trank brauen, ne? So, machen wir mal das hier noch. Ich möchte ja nicht mal. Das komische Seelen fangen möchte ich ja nicht auch mal leveln. Das heißt, ich muss das ab und zu mal einsetzen. Zum Fangen haue ich jetzt einfach mal hier random Mobs einfach mal Dings rauf, wo ich gar keine Seelensteine habe. Was aber klasse wäre, wenn ich mal Seelensteine hätte, weil dann würde ich, wenn ich doch mal sterben soll, müsste ich nicht mehr umherrennen. Also, hier schon mit Level 40 ist man nur damit beschäftigt, die ganze Zeit irgendwelchen Mist auf sich raufzuzaubern. Das sieht auf jeden Fall recht nervig aus. Solch unschuldige Sag mal, hat der nicht Besseres zu tun, als die ganze Zeit alle 5 Meter seinen dummen Buff auf sich selber zu zaubern? Mann. Was geht hier vor? Merion gehört mir. Mir allein. Aha. Kann ich. Klares Wasser? Achso, warte mal, ich kann. Ich habe gar keine Reagenzien. Na gut, ich. Achso, das war schon der Trank. Das war ja so einfach. Was Mensch. Ist mit mir geschehen? Was war das? Ja, dieses Ding. Es heiraten? Das ist doch lächerlich. Ich bin schon verheiratet. Und ich bin immer vorsichtig. Ich spreche mit keiner anderen Frau übers Heiraten. Das bringt nur Scherereien. Ja, wir müssen nicht rausschaffen. Ah, sehr schön. Von Emine Lyja, richtig? Ein recht bezauberndes Geschöpf, obwohl sie immer so angespannt ist. Vielen Dank, meine neue Freundin. Das ist irgendwie der Einzige, den wir nicht so richtig heilen konnten, oder? Die anderen beiden, die waren irgendwie. Die sahen danach besser aus, aber haben zumindest zur Selbsterkenntnis gekommen. Aber er hier ist scheinbar jetzt nicht so übermäßig. Boethias Glanz? Ja gut, Boethias Glanz kenne ich schon. Also Boethias ist auf jeden Fall einer der etwas unfreundlichen Dedras. So, muss ich jetzt. Komme ich jetzt wieder raus am besten? Hat er mich jetzt für alle Ewigkeit hier eingefangen oder komme ich jetzt wieder raus der Höhle? Nee, da vorne. Er fürchtet andere. Und doch zwingt ihr ihn aus seiner Abgeschiedenheit. Wie gütig. Ja, total. Er fürchtet andere? Aber nur nach außen, oder? Also mein Danke Innere nicht. Ich brauche eure Hilfe, aber leider seid ihr mir nicht mehr von Nutzen. Sprecht euer letztes Gebet. Ach, Salmo, da wo wir uns doch. Wir haben uns gerade so freundlich sind wir uns näher gekommen. Jetzt kommst du hier um die Ecke und willst mich hauen. Das finde ich nicht nett. Der beschwört noch Skelette. Das ist. Also mir fehlt leider immer noch irgendwie die Flächen. Mir fehlt leider immer noch die Möglichkeit, hier irgendwie großartig. Also auf jeden Fall macht er Nekromantie. Ich krieg ihn einfach vorher tot, bevor er hier irgendwie großartig viele Skelette beschworen hat, die mich hier übermäßig nerven. Ah, komm. So, dieses dumme Autozielsystem. Oh. Ey, das hätte mich jetzt beinahe schon wieder umgebracht, dieses dumme Konsolen-Idioten-Misting, dass ich nicht auf das zielen kann, was direkt vor mir steht. Das ist, ach. Hätte ich mich wieder aufgeregt, wenn ich daran jetzt gestorben wäre. Na gut, das Tagebuch haben wir schon gelesen, dann machen wir mal Teleportation. Das ist aber schön, dass das Spiel so eine Möglichkeit zurücklässt, dass ich mich hier schon rausteleportieren kann. Ja, trotzdem, dieses Auto anziehen, ich weiß nicht, ob ich so richtig, was ich davon halten soll. Das ist natürlich wieder schön auf Konsolenspiel sein muss. Der Fluch des Computerspielers. Konsolenportierung, beziehungsweise Konsolen-Gleichzeitig-Kompatibilitäten. So,
Hat das jetzt was gebracht? Hallo, Emilia. Ihr habt es geschafft. Das restliche Gefolge der Herren ist vorangegangen. Habt ihr euch um den Verrückten gekümmert? Ja, es war Magier nach Sanne Salmo, genau das. Sanne Salmo? An den Namen erinnere ich mich. Er gehörte früher zum engsten Kreis der Königin. Ihr habt meinen tiefst empfundenen Dank für eure heute geleisteten Dienste. Ich werde sicherstellen, dass die Königin von eurer Tapferkeit erfährt. Ja, prächtig. Eiren würde euch sicherlich selbst danken, wenn sie hier wäre. Ach ja, ich kann nach den Namen fragen. Ja gut, Eiren müsste mich im Übrigen ganz gut kennen, ne? Was irgendwie Pluspunkte bringt in späteren Zeiten? Egal, wer war denn das genau eigentlich, der Magier? Wie ich schon sagte, er gehörte früher zum engsten Kreis der Königin. Er kannte Merion, Minantille und den Rest sehr gut, bis er zum Ausgestoßenen wurde. Und warum wurde er das? Ich versuche mich zu erinnern. Das war schon vor einer Weile, während der Unterzeichnung der Charta des Altmeri-Dominions. Wenn ich mich nicht irre, hat ihn seine Frau verlassen. Es gab eine Untersuchung. Irgendwas wegen der Experimente, die er durchgeführt hat. Ja, ist ungefähr sowas wie Gefühlsmanipulation. Das hat er mich erfolgreich durchgebracht. Ja, ihr habt es. Das war es. Er hat Zauber gewirkt, die die Gefühle anderer beeinflussen. Die Sorte, mit der man den Geist anderer Personen lenken kann. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben, glaube ich. Igitt, ich bin froh, dass ihr euch um den gekümmert habt. Ja, gern geschehen, aber zumindest bei 2 von 3 hat das, glaube ich, sogar was geholfen. Also zumindest sind die jetzt ein bisschen selbstsicherer. So, wir sind jetzt Level 9. Mit Level 9, das wäre natürlich klasse, wenn ich das spiele. Also eigentlich müsste ich mit 2 Schar spielen. Mit 1 Schar, mit dem ich immer vorrenne, also mit dem ich selber privat spiele. Und einen, damit ich immer weiß, was auf mich zukommt, mit einem anderen Schar. Kirill, Händler, mit meinem Herren, Händler wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Grüß dich. Ihr werdet überrascht, welche Gaben das Meer uns schenkt. Wollt ihr die Belohnung teilen? Ja, was hast du denn anzubieten, werter Händler? Er hat Dietrich im Angebot, das ist klasse. Warte mal, ich kann leider gerade nichts, ich kann ja aber sicherlich was verkaufen. Naja, ich verkaufe also mal das ganze Rüstungszeug hier, was ich habe. Den Froststab. Machen ja nicht alle Schaden. Froststab, warte mal, ich könnte ja zumindest den einen Inferno-Stab hier weghauen. Ich habe mehr, nee, sind beide gleich viel wert. Die Eisenaxt. Man kann ja nicht mal alles wieder verwerten. So, das kann weg, leichte Rüstung. Schwere Handschuhe, nö, die können ja nicht weg. Ich kann gleich meine Ausrüstung auch nochmal reparieren. Das ist eine mittlere Rüstung, das ist echt schade ist eigentlich. Mittlere Rüstung, mittlere Rüstung, mittlere Rüstung, mittlere Rüstung. Habe ich sicherlich noch was Verschiedenes. So, der kleine Hoppler, den behalte ich mal noch eine Weile. Das Fell kann weg. Materialien, ja gut, da sammelt sich irgendwie alles an. Das ist ja ekelhaft. Zitrin. Ach, Mann, ey. Wenn sich das ganze Zeug immer ansammeln muss, ja, ja. Trödel? Trödel habe ich gar keinen. Nun, dann kann ich aber einkaufen bei Ihnen und zwar vor allen Dingen. Achso, reparieren kann ich vor allen Dingen. Ich bin mir gerade auf, Dietrich kosten ja gar nichts. Da kann ich ja nicht gleich mal kurz ein bisschen. Kann ich ein bisschen ausrasten, ne? Warte mal, ich muss ja gar nicht klicken. So. Jetzt habe ich ja noch 50 Dietrich. Das sollte doch eigentlich erstmal vorerst reichen, oder? Reparatur, was ist? Ich könnte doch unterwegs reparieren. Ein Heiltrank kostet ja relativ viel. Ich kaufe mal 2 Stück. Oder 3. Achso, nee, das ist eine Tinktur des Lebens. Die sind schon besser als die normalen Heiltränke. Warte mal. Die sollte ich dann vielleicht direkt mal mit der guten Gelegenheit ausrüsten. Achso, das ist die Stückchen des Lebens. Tinktur des Lebens habe ich schon direkt drauf. Gut. Also im nächsten Kampf benutze ich mal kurz nochmal ein Schlückchen des Lebens und danach fahren wir mit Tinktur weiter. In der Hoffnung, dass das vielleicht irgendwelche Pluspunkte bringen könnte. Ich habe die Fackel da vorne ist sowieso nur... Ach mal, da vorne ist so ein Grüfen-Dingsbums hier. So ein Zeichen, was man entdecken kann, genau. Eigentlich ist es ganz schön, dass das Spiel... Ausnahmsweise, wenn man nicht so viele Menschen hier rumstehen, man hier allein an der Küste ist, dann ist ESO auch ein schönes Spiel. Ohne diese Jera. Ne? Ohne diese ganzen nervigen. Ja, eigentlich meistens sind es ja keine Menschen, sondern eher Elfen. Oh, guck mal, Boetias Prüfung. Nee. Werde ich jetzt garantiert nicht vorlesen. Aber wir haben immer Boetias Prüfung gefunden. Ist ja schon mal viel wert. Sicherlich, vielleicht. Weiß ich ja nicht so genau, wie viel das wert ist. Ja, also Blitzstäbe sind auf jeden Fall nicht so mein Fan. Wie zaubern eigentlich Eisstäbe? Vielleicht noch mal. Ich glaube, ganz am Anfang hatte ich ja einen Eisstab. Naja. Wie gesagt, Feuer finde ich halt irgendwie immer noch am besten. Also ich weiß auch nicht. Also, weiß auch nicht. Das Feuer ist verzaubern. Kann ich noch mal was? Ist das Schmetterling, die fringend ist so Rüstung oder so? Da komm, machen wir einfach das hier. Meine hier Ewigkeit lang mit dem ganzen Zeug zurückzuhalten, bringt ja sowieso nichts. Wenn das. Ich kann die ganzen Sachen, die verzaubern können, kann ich sowieso nur bis. Gegen Himmelswacht, das ist das Schildgardportal. Ja, gegen Himmelswacht. Was haben wir da vorne noch Schönes?
Also ein großer Totenkopf der Tafel, Karte lässt leider ein schlimmes Vermuten, vor allem, dass ich hier gleich sterben werde, wahrscheinlich ganz elendig. Ich erkunde trotzdem mal. Wir sind hier ein bisschen am frei rumlaufen. Oh, ein Level 9 Bär, da weiß ich doch schon genau, in was für eine Region ich bin. Ich versuche mal einen Level 9 Bär zu töten. Warum hat denn ja nicht so einen komischen Lebenspunktebalken? Naja, ganz ehrlich, das macht ja echt nicht ganz so viel Schaden. Da hätte ich mir mehr von erhofft. Zumindest bin ich, ist meine Stabmagie mächtig genug, um so einen komischen Bären durch die Gegend zu hauen. Ja gut, der Level 9 Bär war jetzt doch nicht so doll. Ich glaube, zwei davon, wenn der wirklich mal anfangen würde, Schaden zu machen. Also einen einzelnen Gegner kriege ich ja deswegen immer so gut tut, weil die ja nie dazu kommen, mir irgendwie überhaupt Schaden zu setzen. Weil ich halt, ja, ich kann die halt wegzählen die ganze Zeit. Also ich muss ja immer nur mein Zeug raushauen. Ach, hier hat es auch schon wieder Geister. Das Wrack der Raptor. Kehren lauter Lieder Geister rum. Geister wie beim Wirbelwind. Möchte ich mich wirklich mit irgendwelchen Geisterwippern rumstreiten? Eigentlich ja nicht. Da klaue ich mal lieber hier so einen Stein und versuche mal irgendwie wieder hochzukommen. Ach, glaube ich, das wäre einfach. Es wäre einfach einfacher, wenn ich porten würde. Level 10. Hey, ich habe mal das Wrack der Raptor entdeckt. Das ist ja schon mal klasse. Wenn ich jetzt noch irgendwie einen Weg nach. Da vorne ist wieder so ein Portal. Da oben sehe ich ein anderes Gebäude. Prinzipiell. Was war denn das da hinten oben? Ist das ein Affe? Nee. Adrio heißt er und der hat aus sich einen Clan-Beschwör. Dass ich auch alle mal mit beschworenen Viechern rumraufen müssen. Ich bin hier eigentlich mal. Ich habe hier nur mein. Da ist ein kleines Vieh, habe ich bei. Ha. Das reicht ja auch vollkommen aus. Meine, warum mal unnütz viel Zeug mit sich rumschleppen? Das geht ja auch alles ohne. Ach, war das hier? Ach, das ist ja schön. Okay, wir müssen mal kurz in die Stadt. Also in die Stadt hier nebenan. Ja, das war hier. Also es gibt hier eine Quest, die habe ich auch schon in der Beta gespielt. Die war eigentlich ganz witzig. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Weil die war echt toll. Mehr oder weniger, aber die möchte ich eigentlich mitnehmen, oder? War das hier mit denen? Wir sehen es ja gleich. Ich laufe mal kurz in die Stadt hier vorne, wie auch immer die eigentlich heißt. Das müsste... Wer ist denn das hier? Ich werde übrigens angegriffen. Trümmerhain? Ist das wirklich Trümmerhain? Von was werde ich denn eigentlich angegriffen? So ein dummer Wolf, der hier rumrennt? Mann, Level 11. Warum sind eigentlich immer alle Leute höher levelig? Ach, genau hier. Wir haben hier... Zum Ausnutzen halten? Wie ausnutzen? Was meint das Spiel mit ausnutzen? Auf jeden Fall haben wir hier Lamolim. Die wollte anscheinend vor irgendwas wegrennen. Die Statue ist fast marklos, ein perfektes Abbild einer lebenden Person. Schaut genauer hin. Die Statue fühlt sich warm an. Irgendwas stimmt hier nicht, vielleicht ist etwas in der Stadt geschehen. Neuer Schauplatz. Trümmerhain. Löst das Mysterium die verschlafene Siedlung Trümmerhain. Verschlafen. Verschlafen ist auch mal so ein schöner Begriff für... Aha. Was für eine Pose er hier auch dran steht. Also den sollte man am besten nicht umkippen, wa? Sie bietet hier anscheinend zum Baum. Ach, guck mal, ist jemand, der sich bewegen kann. Ach, Stiftsvogt. Dingsbums. Ja, mehr hm? Romo. Wer seid ihr? Wartet, nicht wichtig. Ihr seid neu und keine Statue. Damit kann ich arbeiten. Ja, warum sind die Leute hier alle so statuenhaft? Ja, das war ich. Ich habe sie in Stein verwandelt. Aber aus gutem Grund. Es war der einzige Weg, sie vor den wilden Bestien zu schützen. Da muss man Leute einfach in Statuen verwandeln? Das klingt wie ein bisschen illegal. Die Tiere hier sind für gewöhnlich sehr zahm. Die Energien im Wald. Jetzt sind sie bösartig und blutrünstig. Ich glaube, sie sind von Daedra besessen. Aha, das klingt übrigens ein bisschen wirr. Und ja, warum machst du da einfach Steine draus? Ich hatte einige meiner Lehrlinge an die Bestien verloren. Als ich es dann zurück in die Stadt geschafft hatte, wirkte ich einen Zauber, der alle schützen sollte. Ich hatte keine andere Wahl. Also das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kritischer, sich einfach alle Leute in Stein zu verwandeln. Ich meine, so ein Dorf müsste doch eigentlich durchaus in der Lage sein, sich halbwegs zu beschützen. Das müsste doch eigentlich öfter mal mindestens ein bisschen Bedrohung oder wie sowas geben. Gibt das hier Banditen oder so Zeug? Hat man für sowas nicht eine Stadtwache? Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Solange diese Kreaturen durch die Wälder streifen, sind wir in Gefahr. Ich glaube, die Monolithen in den Wäldern könnten etwas mit dem dädrischen Einfluss zu tun haben. Zerstreut ihre Energien. Hoffentlich wird das die Tiere befreien. Der weiß ja eine ganze Menge, ne? Ja, dann mache ich mal genau das. Wenn der dädrische Einfluss verschwunden ist, sollte es sicher sein, das Dorf wieder aufzubauen. Meine armen Nachbarn. Ja, woher könnte dieser dädrische Einfluss eigentlich kommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Bestien sind heimtückisch. Und wir Altmer gehen nie Pakte mit Daedra ein. Machen wir das echt nicht? Nie? Allein der bloße Gedanke, eines dieser Monster zu beschwören, das käme einem Todesurteil gleich. Also zumindest bei den Atronachen. Sie sind mehr Konstrukte als... Nein, es ist ein Todesurteil. Atronache kann man ja nicht ganz gut beschwören. Konstrukte.
Sophie hatte ich das Gefühl, der hat davon ganz schön Ahnung. Ja, wo sind denn ja nicht diese Moniten? Sie sind uralt. Seit Jahren untersuche ich sie schon in meiner Freizeit. Ich bin nicht mal sicher, wer sie aufgestellt hat. Aber ich bin überzeugt, dass sie den Grund darstellen, aus dem die Tiere für gewöhnlich so zahm sind. Und da kommt jetzt, also, ne? Ah, ja. Laut meiner Theorie verunreinigen die Daedra, woher sie auch kommen mögen, die Energie dieser Monolithen. Zerstreut diese Energie und die Daedra verlieren ihre Macht. Ja, gut, dann machen wir das mal. Ja, also wir Altmar machen hier das nie mit den Daedra, das ist ja... Ja, Gut, dass ich das jetzt auch mal weiß, das ist sicherlich wichtig. Aber habe ich nicht eigentlich immer mal einen Helm gebaut? Ich habe den nie aufgesetzt, ne? Ah, ich Trottel. Jetzt habe ich gerade das Ding... Jetzt habe ich gerade vorhin meinen Helm verkauft. Das war natürlich auf jeden Fall eine klasse Idee von mir. Da habe ich ja richtig doll mitgedacht, dass ich beim Händler mal kurz mit Inventar leeren wollte. Wo ist denn das Handy? So ein komischer, liederischer Steinbrocken. Guck mal hier, Erz. Erz! Und wieder einmal finde ich tonnenweise Erz, aber bin leider nicht in der Lage, hier irgendwie auch nur einen Meter Holz zu finden, weil ich einfach so doof bin. Aber gut, dann die Munition. Also beim letzten Mal, wo ich diese Quest hier gemacht habe, also auch in der Beta, war ich halt irgendwie Level... Naja, 6 oder so. Auf jeden Fall war das nicht ganz so einfach, weil dann musste ich hier irgendwie... Ja, ich habe mich ein bisschen... Oh, da hinten ist gerade ein Portal. Auf jeden Fall musste ich mich da irgendwie ein bisschen durchmogeln. Das ist, ja, die Monolithen stehen aber echt dicht beisammen. Vor allen Dingen scheine ich keinen Akku von irgendwelchen Viren zu sehen. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, die Dinge hier zu entzaubern. Da muss man dann auch nicht so viel leisten. Na, hier, reinigen. Woher kann ich das eigentlich, dieses Reinigen? Das ist nur, weil ich keine Seele habe, kann ich jetzt auf einmal hier irgendwelche dietrischen Monolithen reinigen von der Verschmutzung der Welt? Oder wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Da hinten sind Wölfe. Hä? Zölle sind hier eigentlich gerade. Das müssen jetzt wieder ganz gut bei denen anvisieren. Guck mal, ist das Rüstungszerstören? Oder was ist das denn das? Also es gibt hier sowieso wie gerade eigentlich eine relativ große Ansammlung an Wölfen, die hier rumrennen. Was von hinten ist das? Diese Monolithen. Ja, also ich glaube, wir können ausschließen, dass es sich hier um zufällige Ansammlung von Steinen handelt, nicht wahr? Bin ich angegriffen? Ne, das ist mein komischer Porsche hier. So, der letzte Monolith müsste... der steht natürlich ein bisschen ungünstig. Den muss man wohl doch mal... Muss ich denn wohl doch mal hier die Wölfe kurz töten? Ja, also jetzt ehrlich, das ist... Ich brauche ja AOE-Zauber. Ich brauche irgendwie so einen großen Feuerball des Todes oder irgendwie sowas. Aber nicht auf jeden Fall so Mist wie den... Das, was ich jetzt habe, das ist gerade irgendwie ein bisschen... Also Einzelfeuer ist irgendwie doof. Also gerade spätestens, wenn es zu größeren Gruppen an Gegnern kommt, ist das nicht gerade so der Oberhammer der Effizienz. Ganz ehrlich, also das ist... Ach, guck mal! Ein Skyshard. Damit ist das übrigens der letzte. Glaube ich zumindest. Weil ich müsste jetzt eigentlich 3 von 3 Stück haben. Hier auf Auridon. Oder? Jo, und? Ich weiß nicht, wo wir hier das ist. Von wie viel? Scheinbar nicht. Gut. Dann da, dann nicht. Ich habe gespürt, wie sich das Feld aufgelöst hat. Ich muss mit euch reden. Ja, grüß dich mal, Ammo. Die Energie lässt nach. Aber die Tiere sind immer noch wilde Monster. Wir müssen etwas anderes versuchen. Wir brauchen einen Bären. Wie jetzt einen Bären? Ich habe viel Zeit damit verbracht, diese Monolithen zu studieren. Ich habe es geschafft, einen kleinen Anhänger anzufertigen, der ihre besondere Energieform nachahmt. Im Grunde macht er einen der Bären zu einem pelzigen Freund von euch. Zumindest kurzzeitig. Und was machen wir denn mit Winnie-Pooh? Ich muss es tun. Wir müssen diesen Tieren die daedrischen Energien entziehen. Und dafür brauche ich ein Versuchstier. Ihr werdet den haarigen Gesellen aber erst etwas vermöbeln müssen. Schwächt ihn, damit der Zauber wirkt. Ja, gut, ich hole da mal einen Bär. Trefft mich mit eurem Freund an meinem Turm. Folgt einfach der Straße durch den Hain. Dieser Turm hier, vor dem ich direkt strehe. Na gut, dann zum Glück hat's da vorne schon einen Bären. Das macht's ein bisschen einfacher, so einen Bären nicht ranzukriegen. Hui. Ich weiß gar nicht, wie viel ich den schaden muss. Kann ich? Bannjuwel. Ha! Ich hab einen Bären. Kommt er mit? Ist ja einfach. Ich müsste so ein Bannjuwel immer haben. Bären einfangen klingt irgendwie lustig. Ah, gut. Mal sehen, ob ich diese Kreatur vom daedrischen Einfluss befreien kann. Wahrscheinlich ist es gleich Toast. Ja, Toast. Das hat ja geradezu hervorragend funktioniert. Das hätte nicht passieren sollen. Ja, immerhin der Atronach ist draußen. Immerhin. Auch wenn, naja, weiß nicht so richtig, was ich von diesem Ritual nicht halten soll. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal.